Könnt ihr mich hören? Natürlich könnt ihr es nicht. Könnt ihr mich Doch. hören? Doch, ihr könnt mich hören. Der Fenster, er hat sich zurückgesetzt. Das sind alle Einstellungen von vorhin. Warte mal. Ja, tatsächlich, der hat alles zurückge. Bist du behindert? Was ist das für eine Scheiße gerade? Mein PC hat sich einfach ausgeschalten. Einfach so. Der war einfach puff aus. Ohne Vorwarnung, ohne Bluescreen, gar nichts. Einfach aus. Ich dachte schon, es wäre jetzt Stromausfall oder sowas, aber dem war nicht der Fall. Weil meine Switch noch lief und meine Lautsprecher und alles andere noch an war. Der PC ging einfach aus. Hä? Ey, hä? Zu heiß ist er eigentlich auch nicht gelaufen gewesen? Eigentlich nicht. Die Auslastung ist auch nur bei 40% CPU. Außerdem sind zwei Lüfter drin. Ich habe eine Erdgeschosswohnung. Hier ist sowieso relativ kühl. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Scheiße war. Komplett kernbehindert. Richtige Scheiße jetzt. Oh Mann, Mängel ist glaube ich nicht mehr da. Ist ja auch egal. Hey, das ist total behindert jetzt. Was war das? Warum? Warum ging der PC einfach aus? So. Es geht gleich weiter, Moment. So. Ganz kurzen Moment noch. Ganz kurz. Ah ja, Mengel ist wieder da. Hi, willkommen zurück. Okay, ja. Ja, wie eben erwähnt, ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Absolut gar keine Ahnung. Der PC ist einfach so ausgegangen. Einfach so. Ich weiß nicht, was das war. Es gab nicht mal einen Crash. Laut Who Crashed, ja, laut Dump und so, gibt es keinen Crash. Er ist einfach ausgegangen und hat sich zurückgesetzt auch. Weil alle Einstellungen von OBS zum Beispiel nämlich wieder rückgängig waren. Also, was war das? Warum? Wieso? Kann das. Ich habe das Gefühl, dass meine Grafikkarte vielleicht ein bisschen defekt ist. Kann das daran liegen? Dass er einfach ausgeht? Nee, ne? Das ist komisch. Ich verstehe, das kann jetzt an so vielen liegen, ne? An absolut so vielen. Ich hab. Ich weiß nicht, was das war. Moment, ganz kurz. Core Temp. Core Temp. Nee, warte, ich kann noch irgendwo sehen. Moment. Welche Scheiße kann nochmal auch anzeigen, wie heiß mein PC gerade ist? Wie heißt das denn? Wo? Warum ist es denn nicht hier? Ganz kurz, es geht sofort weiter. Nein. Hier bin ich behindert? Also wenn da jemand von, da ist es. Wenn jemand von euch weiß, warum das sein kann, dass der einfach so ausgeht, der PC, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ja, unbedingt. Falls da jemand Ideen hat, falls da jemand irgendwas weiß. Es kann an vielem liegen. Ich glaube, der Hauptgrund wäre Überhitzung, aber dem ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Das ergibt keinen Sinn. Warte. Wo sehe ich das denn? Ich habe das jetzt geöffnet. Hitze. Hä? Zeigt CPU-Z nicht auch die Hitze an vom PC irgendwie momentan? Hä? Ich dachte. Ich denke mir sowieso, dass meine Grafikkarte ein bisschen am Arsch ist. Weil da manchmal Grafiksachen rumspacken. Oder der mal ein Zweitbildschirm oder so nicht annimmt. Moment mal. Ah ja, gut, ich dachte gerade, ich wäre schon wieder nur auf 8 GB runter. Ich verstehe nicht, was los ist. Hä? Hä? Freunde? Hä, zeigt er mir nicht die Hitze an? Wo kann ich die Hitze sehen? Ich verstehe es nicht. Blablabla. Bla bla.
Kurs. Ja, aber hier ist alles normal. Watt und Core Voltage ist normal, das ist normal. Da ist alles normal, ey. Gut, hier kann ich es wohl nicht sehen. Aber von den Frequenzen her alles wenigstens und da ist alles normal. Ich weiß nicht, was das vorhin war. Okay, warte. Nehmen wir Core Temp. Oder? Das muss man doch auch so gesehen haben eigentlich. Warte. Unter Windows 7 gibt es doch diese komischen Bildschirm-Mini-Anwendungen hier. Und dann CPU-Nutzung, oder? Das ist Arbeitsspeicher und CPU-Nutzung. Sehen wir es hier wenigstens ein bisschen, ne? Naja, keine Ahnung, du. Ich sag's dir. Das ist merkwürdig, ganz ehrlich. So, bin ich asynchron? Weiß ich nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bräuchte ein besseres. Ich bräuchte einfach einen Tacken im besseren PC. Er ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ja? Wirklich nicht. Architektur von 2013 und so. Ja, geht eigentlich voll klar, aber irgendwie. Weiß nicht, er spackt mir zu viel rum. So ein ganz neuer wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Oder wenigstens eine stärkere CPU und eine bessere Grafikkarte. Aber ich glaube, dann passt das. Naja, gut. Egal. Machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Ne? Genug über PC gefaselt. Wie gesagt, wenn jemand eine Ahnung hat, gerne damit in die Kommentare. Wirklich sehr, sehr gerne. Ansonsten machen wir erstmal weiter. Und machen wir mal weiter jetzt. Mit einem Ohr bleibe ich jetzt auf halb acht Stellung. Ne? Also eins ist frei, damit ich den PC hören kann, falls doch irgendwas wäre. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse auch mal das hier offen gerade. So, kann ich das auch hier so. Ja, gut. Was? Meine Mutter hat einen Laptop geschenkt bekommen in einem Laden und der Laptop kostet eigentlich 6000 Euro. Und eine Grafikkarte für 500 und deine Mutter hat das geschenkt bekommen. Geschenkt. 6000 Euro Laptop. Ein Schelm, wer Böses denkt. Entschuldigung. Das kann man sich nicht anders. What the fuck, man? Also, okay. Warum? 6000 als ob. Das was? Ja. Alles klar. Flugzeuge fliegen, bitte. Ich will das jetzt tun. Alles scheiße hier. Komm, wir bauen jetzt den Looping, oder? Soll ich? 30.000 ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. 30.000. Ja, nee, das lassen wir einfach. Da gibt es geilere Sachen, die wir bauen können mit 30.000, ganz ehrlich. Das lassen wir einfach. So, was haben wir hier noch? Hä? Was? Nein, nicht die. Was? Was machst du denn mit der Kiste? Lass die Kiste. Ja, alles klar, keine Ahnung. Ja, wir kommen hier nicht weiter. Hier gibt es leider noch nichts zu tun. Also gehen wir wieder. Oh, guck mal. Noch mehr lustige Steinchen. Zum Sammeln. Wunderbar. Gell? Geil. So. Ja, CPU, Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher ist auf 4 und CPU auf 70. Maximal im Stream jetzt. Also, das ergibt keinen Sinn, warum mein PC einfach ausgegangen ist. Wie gesagt, gekühlt wird er auch ausreichend genug, ja? Es ist sehr merkwürdig. Das ist mir auch noch nie passiert. Also sowas noch nie, dass der einfach ausgeht. So nicht.
Dass ich mal Bluescreen krieg, ja. Aber doch nicht einfach so. Das ist zur Hölle. Da weiß man ja wirklich gar nicht, was los ist. Totale Scheiße, okay. So, hier können wir wohl einbrechen, sehe ich gerade. Dann machen wir das doch mal. Schmupsel die du da. So, okay. Was haben wir da? Da können wir ein Safe aufmachen. Au! Das tat weh. Nochmal. Jetzt. Wir dürfen nicht sofort A drücken. Ah, nice. Nett. Ein Steinchen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Der Arbeiter hatte keinen Plan, was das für ein Laptop ist. Und der hat dann zu meiner Mutter gesagt, wollen Sie noch den Laptop haben? Der steht hier schon 3 Wochen. Ist dieser Mitarbeiter komplett kernbehindert? Was? Ich will in diesen Laden. Ich will auch so einen Laptop. Was zum... Hä? Deine Mutter soll mir mal so einen Laptop besorgen? What the fuck, Alter? Alter! Was? Ich will auch so dumme Mitarbeiter hier. Oh mein Gott. Was ist das? Nee. Es kann doch nicht sein. Alles klar, Leute. Was ist denn los mit der Welt? Gut, machen wir erstmal die Mission hier. Zack, die Duda. Wunderbar hier. Oh mein Gott. Hoffentlich braucht Mo nicht so lange. Hey Chase! Wartest du schon lange? Überhaupt nicht. Der Wagen hier ist für dich. Gehört meinem Bruder, den ich nicht leiden kann. Ramponier ihn also ruhig. Keine Sorge, bei meinem Fahrstil klappt das bestimmt. Wow, das ist der LKW, den du stoppen musst. Los ins Auto. Ja, da sagt er was, ne? Bei Gut, meinem Fahrstil. Und jetzt gib Gas. Da hat er nicht ganz unrecht, ja. So, okay, LKW stoppen. The fuck, man? Warte mal kurz, du stinkst. Ah, scheiße. Da kommen wir nicht hoch. Wir müssen da lang. Scheiß GPS, Mann. So, einmal Wagen demoliert, ne? Das ist auch egal. Vorsicht, aus der Bahn. Willst du mich verarschen? Ramme den Laster, bis er gezwungen ist, anzuhalten. Ja, jetzt, ich muss erstmal zum Laster. Moment. Oh Gott. Ah, lass mich mal... Oh. Vollgas jetzt bitte. So, jetzt endlich. Meine Fresse. Können wir das verlieren, wie in anderen Spielen mit solchen Missionen auch, wenn wir zu weit vom Fahrzeug entfernt sind? Würde mich mal interessieren. So, pass mal auf jetzt. Wo ist der Laster, ey? Wo ist er? Da vorne. Den krieg ich, ey. Pass mal auf jetzt, ey. Seht meinen fantastischen Fahrstil, Freunde. Ich mach dich platt da vorne, ey. LKW gegen normales Auto. Total die Logik, aber egal. Mit Nitro klappt dort alles. Pass mal auf jetzt. Alter, wieso sind die so schnell? Ich krieg den nicht mal. Guck dir das mal an, ey. Wohin fahren wir denn? Jetzt sind wir schon wieder beim Kung-Fu-Tempel. Das war so eine geile Mission. Ramme den Laster, ja. Ich komme hier nicht mal zu ihm hin. Ja, jetzt warte mal. Boah, Alter, wie viel Leben hat der? 8? Aha, geil. Lass mich mal durch hier, Holzpflöcke. So, Boots, Alter. Geil. Wow, shit, Entschuldigung. Oh, Nitro muss laden. Na, nie. Lalalala. Fuck that. Mhm, okay, hier bin ich. Hier kommt Chase. Ich hol mir Kekse, mach das, Mängel, mach das. Ich hau ab. War sowieso an der Zeit, mal über einen anderen Job nachzudenken. Du tust mir also einen Gefallen. Ich war ja fast schon betriebsblind. Ich werde von nun an meinen Traum leben. Oh. Und Steuerberater werden. Mach das. Hört mir überhaupt noch jemand? Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Was, Chase, was? Wow. Der wollte doch gerade was sagen, du Penner. Ich habe beim Büro der Bürgermeisterin angerufen und sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt, solange du nur Rex Fury schnappst. Das klingt gut. Ich habe mir gerade einen LKW geborgt, wenn du verstehst. Keine Sorge, ich führe Buch, seit Frank mir von dem Wagen erzählt hat, den du für Chan geklaut hast. Frank hat tatsächlich dran gedacht? Ich bin beeindruckt. Ja. Eigentlich wollte er mit dem Weihnachtsmann drüber reden.
aber er hat mich zum Glück vorher gefragt. Alles er scheint tatsächlich klar. aus seinen Fehlern zu lernen. Das ist doch gut. Ich bin fast ein bisschen stolz auf ihn. Oh. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich noch was mitgehen lasse. Upsi. Ja, ganz genau, mach das. Ja, schön, dass die ganze Polizei dafür aufkommt. Ja, das ist... Seid ihr komplett behindert? Mein LKW ist gleich Schrott, ihr Zipfel. Ich werde echt noch von der Polizei verfolgt, obwohl gerade Ellie mit mir telefoniert hat. Heilige Scheiße, ich gehöre zu euch, ihr Penner. Noch einen Rammen und ich bin am Arsch, ihr Vollhongs. Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Ich kotze gleich. Oh Gott. Und ich bin tot? Nicht? Wow. Doch, jetzt bin ich tot. Ich hasse euch. Versuch es nochmal! Ja, was hetzt ihr mir denn Polizei auf den Hals? Seid ihr eigentlich richtig scheiße? Das ist die kompletteste, behindertste Idee der ganzen Welt. Wenn ich selbst zur Polizei gehört, dann braucht man mir nicht eine Polizeischeiße auf den Hals hetzen. Ah! Behindert! Jetzt muss ich es wieder von vorne machen. Hey Chase, wartest du schon lange? Ja, ich warte schon lange. Der Wagen hier ist für dich. Ja, das ist der Bruder, bla. Ich kann die Sequenz nicht überspringen. Ramponier ihn also. Ramponier ihn. In meinem Fahrstil klappt das bestimmt. Fahrstil. Wow. Das ist der LKW, den du stoppen ja. musst. Los ins Auto. Mhm. Splendid, wonderful. Ich gebe schon Gas, Alter. Guck mal, bam, Alter, voll Gas gegeben, oder? Das Ding ist, ich muss ihn ja rammen, dann verliert er ja Leben. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Kannst du mal aussteigen, du Pisser? Geil. Jetzt können wir uns wenigstens das anhören, was uns der Kollege noch zu sagen hat, vielleicht. Mach das. Leb deinen Traum. Ja. Ja, ja. Nicht schlecht, Chase. Schätze, du wirst dich gut machen in der Gang. Ah, das hat er gesagt. Schaff jetzt den LKW zu Vinnys Eisdiele. Ah. Er kennt dich zwar nicht, aber damit machst du gleich einen guten Eindruck. Ja, siehst du mal. So, jetzt wissen wir auch, was er gesagt hat. Und da sind irgendwelche coolen Waffen. Vielleicht dürfen wir die nachher benutzen, das wäre cool. Ich habe beim Büro der Bürgermeisterin angerufen und sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt, solange du nur Rex Fury schnappst. Fuck. Na, das passt. Ich habe mir gerade einen LKW geborgt, wenn du verstehst. Keine Sorge, ich führe Buch, seit Frank mir von dem Wagen erzählt hat. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Frank hat der lenkt sich echt scheiße. Ich bin beeindruckt. Wo müssen wir hin? Eigentlich wollte er mit dem Weihnachtsmann drüber reden. Aber er hat mich zum Glück vorher gefragt. Er scheint tatsächlich aus seinen Fehlern zu lernen. Bin fast ein bisschen stolz auf ihn. Ja, ja, sei du nur stolz. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich noch was mitgehen lasse. Ich muss hier erstmal irgendwie... Aber schön, dass wir den LKW gleich am Anfang abfangen konnten. Das ist super duper. Jetzt müssen wir eben nur noch zur Eisziele kommen. Aber ich denke, die wird hier irgendwo um die Ecke sein oder so. Ich denke nicht, dass wir da weit fahren müssen. Und dann hätten wir es nämlich gleich, denke ich. Wohin müssen wir? Okay, eine kleine Strecke ist es schon. Och, ihr Zipfel. Ja. Klar. Jetzt habe ich nur noch zwei Leben. Weil, weiß ich nicht. Der LKW besteht aus Lego. Was er ja auch tut. Das ist ja das Problem. Bitte, nicht schon wieder. Ich hab's doch gleich, Leute. Lass das doch mal. Also, der ist wirklich extrem anfällig, ja. Selbst andere Autos gingen nicht so schnell kaputt. So, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ganz vorsichtig. Oh Gott, da kommt noch mal eine Ponente. Scheiße, lass mich hier rein, lass mich hier rein, lass mich hier rein, lass mich hier rein. Ja. Oh mein Gott.